herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich bin immer noch mit dem Wichtelgeschenk beschäftigt. Im letzten Video haben wir uns angeguckt, wie wir hier die Taschen machen. Und jetzt möchte ich gerne mit euch die Kästchen hier fein machen. Ich habe mir dafür schon was ausgestanzt. Möchte die einfach ein bisschen dekorieren. Die sind alle noch nicht fest. Und dann möchte ich sie ein bisschen hübsch machen und hier einsetzen. Das ist der Plan für dieses Video. Mal gucken, wie gut der aufgeht, ne? So, ein bisschen vorbereitet habe ich mir schon. Ich muss mal eben schauen, welchen Bildausschnitt ihr habt. Okay, das kann ich noch ein bisschen höher rücken. Das ist fein, weil ich hier unten werde ich nämlich... Na, jetzt rücke ich schon fast raus. So. Hier unten werde ich nämlich mitarbeiten. Und ich habe mir geholt Distress Ground Espresso. Espresso, nicht Espresso, ist klar. Und ich stelle mal meinen Dobber da drauf, deswegen hat das hier so einen schönen braunen Fleck. So. Und ich habe mir auch geholt Metallic Graphite. Gilding Wax. Also, Moment. So. Gilding Wax. Und zwar möchte ich nämlich die schönen ausgestanzten Blümchen hier ein bisschen dunkel hinterlegen, dass sie besser zur Geltung kommen. Dafür habe ich mir das Gilding Wax geschnappt. Und generell möchte ich einmal die ein bisschen dunkler machen. Und zwar seht ihr das hier bei dem Handmade. Ich hoffe, das stellt jetzt scharf. Da habe ich einfach so ein bisschen drauf rumgedatscht, sage ich mal. Und habe dadurch ein paar braune Sprenkel drauf bekommen. Das finde ich sehr schick. Sehr fein. Und das mache ich jetzt mit den anderen auch. Dann werde ich die Döschen ein bisschen vorbereiten. Ich zeige euch das jetzt einmal in, sag ich mal, nicht zeitgeraffter Form. Und danach mache ich hier ein bisschen Gas. Und ihr könnt das im Zeitraffer sehen, weil so, sag mal, Döschen distressen ist jetzt nicht so spannend, ne? Genau, so, ups, schmeiß weg. Also das Handmade ist ja schon schön. Das rücke ich mir mal hier ein bisschen zur Seite. Also ich finde es auf jeden Fall schön. Und die anderen lege ich mir hier so ein bisschen auseinander, dass ich die so ein bisschen anfitschen kann. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ihr werdet das gleich sehen. Und zwar nehme ich mir jetzt hier ein Distress Ink, nehme ich dafür. Dobbe einfach so ein bisschen, so ganz leicht, weil ihr seht, der ist schon ein bisschen runzelig von unten. Dobbe ich hier so ein bisschen drauf rum. Das ist genauso, wie ich das haben will. Dass der so ein paar Sprenkel einfach nur noch bekommt. Das soll nicht komplett braun sein, das soll nicht komplett hell sein, das soll einfach so ein bisschen oldschool gesprenkelt sein. So, aber nur so ganz leicht. Dass das nicht so aussieht wie ja dieses Cremoire-Papier, das ich hier genommen habe. Das ist mir zu simpel. So. Also das Papier mag ich gern. Das ist ein relativ stabiles. Das müsste ein 160er oder 180er sein, irgendwie sowas. Und das ist grundsätzlich ein schönes Papier für solche Die-Cuts. Nur ist es einfach einfarbig. So. Jetzt werde ich mir die Döschen schnappen. Ich mache euch das mal mit dem Kleinen hier vor. Und werde... Na komm schon. Kannst du die mal jetzt aufgehen? Ich werde hier, sag mal, die Kanten distressen. Und hier auch die... Ja, die oberen Kanten. Unten wird es festgeklebt, das heißt, da mache ich mir jetzt nicht so die Riesenmühe. Und mal die Kirche im Dorf lassen hier. Und einfach nur die wirklich schönen und sichtbaren Kanten distressen. Das reicht mir hier an dieser Stelle vollkommen. Das wird hier nämlich so aufgeklebt. So, und ich zeige euch gleich mal, wie ich das hier meine mit dem Distressen und mit dem Gilding Waxen. Waxing hört sich immer so ein bisschen an, wie als würde ich mir die Beine waxen wollen. Nö, hier waxen wir was anderes. Ich überlege gerade, ob ich das Licht vielleicht ein bisschen heller mache. Ja, guck mal. Jetzt könnt ihr da gleich viel besser dran teilnehmen, wenn ihr auch mehr seht.
Ich sehe übrigens auch. So, das ist nämlich nicht mehr Samstagmorgen, sondern schon Samstagabend. Es fühlt sich an wie 21 Uhr. Man muss aber sagen, dass es einfach erst 17 Uhr und Keks ist. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich mag den Frühling lieber. Der wird's heller und irgendwie sind da alle energiegeladener und besser drauf. Das jetzt so im Herbst. So, das ist jetzt erstmal meine Grundfarbe. Ihr seht die. Ich habe einmal so ein bisschen die Kanten distressed, wie man das halt so macht. So, und jetzt möchte ich dieses Blättlein, dieses Pflänzchen, möchte ich hier gerne draufsetzen. Den Stiel schneide ich dann ab. Also der wird sich dann hier verkrümmeln. So, das heißt, ich werde jetzt den Part, wo das Blatt draufkommt, ein bisschen hier oben drauf distressen. Und danach ein bisschen mit Gilding Wax nacharbeiten. So. Guck mal, ob das ausreicht. Ja, ist noch nicht breit genug. Gefällt mir noch nicht. So. Und Spaß mal an. Boah. Kann man nahezu so lassen. Das soll ja einfach nur so ein bisschen Vintage-Charakter bekommen. So, und jetzt werde ich mich ein bisschen anschmuddeln. Nur für euch. Nein. Für meine Wichtel, Claudia, werde ich mich jetzt anschmuddeln. Nehme so ein bisschen was von dem Raffit und ja, werde quasi das, wo ich jetzt eben distressed habe, noch so ein bisschen. Es ist aber auch ganz schön, wenn ich jetzt die Kanten noch so ein bisschen anglänze. Das gefällt mir. Das wird gemacht. So. Jetzt mal natürlich gucken, dass ich hier kein Graffit da drauf schmier. Ja. Mal hier so ein bisschen noch ein bisschen dunkler diese Ecke hier. Das einzelne Blättlein ist. Und dann gefällt mir das. So soll es werden. Ne? Schwuppdiwupp. Und das stelle ich so mal. Zack. Ja. So, ihr seht jetzt, was ich machen will. Und was ich auch gleich machen werde. Und jetzt hole ich euch hier einfach Rubbel die Katz in den Zeitraffer. Wundert euch nicht, dass ich zwischenzeitlich noch einen weiteren Handgriff mache, auch im Zeitraffer. Ich habe mir nämlich noch hier, Klett geholt. Mir gehen diese Schächtelchen zu leicht auf. Ich habe die einfach ein bisschen zu fluffy gemacht. Und ich werde jetzt, also nur die großen, die kleinen, die gehen wunderbar auf und zu. Das ist überhaupt kein Thema. Und ich werde jeweils an der oberen Seite hier so einen Klebepunkt dran setzen. Von diesen Klettis, damit einfach die Schachtel nicht aufgehen. Also wenn ich da irgendwas drin habe, oder ich keine Ahnung, was Claudia da dann reinpackt, vielleicht macht sie da irgendwas total Schweres rein, was dann einfach rausfällt. Das fände ich, wäre mir total peinlich. Ich möchte, dass es schön und fein ist. So, jetzt hängt sich das hier fest. War fast klar. Also mein Plan ist nämlich, dass ich diesen Klebepunkt da unten hinkriege, aber der muss natürlich örtlich hier genau auf dem Klettpunkt bleiben. So, jetzt mache ich das einfach so rum. Ja. Schwupp. So, ein bisschen andrücken. Toll. Das war jetzt nicht so der Plan. Ihr seht, es geht auch manchmal ein bisschen schief. Dann ist der Klebepunkt nicht so stabil wie das Klett. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich den Frechdachs. Mal richtig andrücken. Ja, dadurch, dass das ein bisschen fluffig ist, ist das auch nicht richtig angedrückt. Das heißt, wenn jetzt die Türe zu ist, ist die Türe zu. So, geht nichts raus. Und wenn man es aufmacht,
Und einfach ein bisschen ziehen. Jetzt hält das auch. So habe ich das gewollt. Dennoch finde ich das schön mit diesen Stoffstückchen. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich euch jetzt einen Zeitraffer beamen und hier einfach weitermachen. Bis gleich.
ich habe es geschafft. Ich habe die Schachteln zu fertig gekämmt. Jetzt werde ich gleich ohne Kamera einfach noch die Ecken hier aufsetzen, bevor ich die Schachteln aufklebe. Diese schönen Teile kommen da dran. Und dann werde ich die Schachteln an Ort und Stelle setzen. Ich zeige euch gleich noch das fertige Ergebnis, bevor dieses Video zu Ende ist. Also, bleibt kurz dran. So, meine Lieben, jetzt seht ihr die eingeklebten Kästchen. Sie sind eingeklebt und fein und mir gefallen sie richtig gut. Hier und da ist der Kleber noch so ein bisschen feucht, das heißt, ich bin jetzt sehr vorsichtig damit. Ich zeige euch jetzt nur einmal das Cover mit den Hochecken. So. Das habe ich schon mal vorbereitet und ich habe auch noch mal die Kanten distressed und mit Gilding Wax bearbeitet. Der nächste Streich, den ich mit euch vorhabe, ist dann die Covergestaltung. Ja, dann sind wir auch schon fast fertig mit dem Wichtelgeschenk. Dann geht's quasi ans Einräumen. Und dann kommen nämlich die ganzen kleinen süßen Sachen in diese Kästchen und in diese Täschchen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr das Video bis hierhin gesehen habt, weil wenn ihr es nicht bis hierhin gesehen hättet, dann würdet ihr diesen Text jetzt nicht hören. Ja, total klasse. Ich freue mich auch, wenn ihr mir mal einen Kommentar oder ein Like gebt oder vielleicht auch einen Tipp, wie noch was besser ginge. Weil hier und da habe ich mir ja schon ein bisschen die Fötchen gebrochen. Vor allen Dingen hier mit den feinen, süßen Die-Cuts. Das ist ganz schön schwierig aufzukleben. Vielleicht habt ihr einen coolen Tipp für mich. Ansonsten, ja, freue ich mich aufs nächste Video und sage mal, bis demnächst in diesem Kino.